Die geben ganz schön Gas. Die Musiker unserer Rockband, der Brüllenden Bullen, hier mit ihrem Tourbus unterwegs, beziehungsweise der Tourbus, der hat richtig Gas gegeben, 2 Konzerte gegeben, wahnsinnig viele Tourismuspunkte generiert mit der 2. unserer Rockbands. Weitere kaufen wir im Augenblick sogar gar nicht. Im Augenblick können wir keine kaufen, weil wir gar nicht genug Glaubenspunkte haben, aber demnächst könnten wir das wieder, machen wir aber nicht. Weil wir gar nicht unbedingt den Tourismus-Sieg uns holen wollen. Aber schaut mal, dadurch, dass wir hier, dass sie zweimal eine Auflösungswahrscheinlichkeit von 50% nach einem Konzert auf einem Weltwunder überlebt haben und dann sehr viel Tourismuspunkte zweimal generiert haben, dadurch sind wir im Kultursieg ordentlich vorangekommen, ob wir wollen oder nicht. Wir führten vorher schon, aber jetzt hier die Hälfte dieses Erfolgsbuttons haben wir schon ausgefüllt. Ein Blick hier, ich weiß nicht, wie präzise sowas ist, aber es macht einen Mut oder demotiviert einen, je nachdem, wie man das bewerten möchte. Hier wird jetzt angegeben, Sieg, wenn es so weiterläuft in 109 Runden. Es kann aber sein, dass da die einmaligen Tourismuseffekte durch das Konzert in der letzten Runde eingerechnet wird und dass das Programm quasi davon ausgeht, dass wir solche Effekte jetzt jede Runde hätten. Das werden wir ja nicht haben. Trotzdem, das sieht alles schon ganz gut aus. Eine Runde weiter machen wir unbedingt. Gleich haben wir die Telekommunikation erforscht. Ein Krieg ist ausgebrochen zuletzt. Die Osmanen haben Krieg erklärt gegen die Phönizier. Wir wiederum dürfen deshalb Süleyman grollen. Und hier, das ist Süleyman. Kaum, dass man vom Teufel, dass man vom guten Freund spricht. Er will uns große Werke abkaufen. Wir sagen Njet, als wären wir Russen. Was mir da gerade allerdings bei einfällt, wir suchen etwas, ganz im Ernst. Wir haben nämlich unsere archäologischen Museen mittlerweile voll mit Artefakten. Wir haben keinen Archäologen mehr, der unterwegs wäre und dennoch etwas einsammeln könnte. Wir haben alle archäologischen Museen mit Themenmottos richtig komplett befüllt, mit einer Ausnahme. In einer unserer Städte damals noch nicht geschafft. Da haben wir 2 Artefakte aus dem Mittelalter von eben diesem Süleyman und von Matthias Matze, dem Rabenkönig der Ungarn, und ein Renaissance-Artefakt von Dido. Das heißt, wenn wir das Renaissance-Artefakt von Dido eintauschen könnten gegen ein Mittelalter-Artefakt. Aber die Osmanen, boah, da hat er viele Städte. Die Osmanen kümmern sich um sowas wie Archäologie überhaupt nicht. Leute. Die eigene Geschichte muss einem doch was bedeuten. Wer geschichtslos ist, ist kulturlos und weiß nichts von seiner Identität. Das würde ich dir gerne mal unter deinen Turban predigen. Unfassbar. Ja, das würde ich auch gerne. Ich hätte gerne ein Artefakt von dir. Kriegen wir woanders? Vielleicht ein Mittelalter-Artefakt. Oh, was ist denn hier los? In den Inka. Was für eine Formulierung. In den Inka bedeutet den Tag in Cusco verbringen. Dass man sich prächtig amüsiert. 4 Zeitalterpunkte durch irgendwas, was in Cusco passiert ist. Ich möchte Sie sehen. Wir könnten jetzt Atomunterseeboote bauen, hätten wir irgendein Interesse daran. Das ist das Entscheidende. Wir wollten die Kommunikationstechnik, die Telekommunikation erforschen, damit wir bei Social Media den Ausrichtungsboom bekommen. Also den die Inspiration. 40% der Forschungspunkte. Und hier seht ihr, was das bedeutet. Social Media Boost geholt, statt 6 Runden, 4 Runden Forschung demnächst mal noch. Hier wollen wir hin zur synthetischen Technokratie. Nächste Forschung. Also, viele schöne Möglichkeiten. Also, was wir machen könnten, wäre... Das hatten wir uns in der letzten Folge angeschaut, die Geothermie-Kraftwerke bauen, denn wir hatten ja gesagt, wir wollen mal im ersten Let's Play mit Gathering Storm möglichst viel auch einfach mal sehen von dem, was möglich ist. Und das würde mich schon interessieren. Neue geothermische Risse als neues Geländemerkmal da will ich doch auch sehen, was man darauf bauen kann. Bringt plus 1 Wissenschaft, plus 2 Produktion und 4 Energie die Runde. Von einem Handwerker gebaut, da will ich hin. Über Plastik, dann können wir auch endlich Öl auf dem Meer anschließen. Würde ich normalerweise sagen. Endlich. Sage ich diesmal nicht, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir innerhalb unserer Kulturgrenzen überhaupt kein Ölvorkommen auf dem Wasser. Aber hier wollen wir trotzdem hin. Der Bau von Raumhäfen ist, glaube ich,
kurzfristig nicht notwendig, Flughäfen ebenfalls nicht. Solarparks würde ich auch gerne freischalten. Mondlandung hängt wiederum mit der Raumfahrt-Sieg zusammen. Windparks, das sind alles die Dinge, die würde ich gerne mal sehen. Windparks, Solarparks, wollt ihr alles doch sicher auch sehen. Erster Schritt sind aber die Geothermie-Kraftwerke. Atomkraftwerke, noch verzichten wir drauf. Öl reicht uns, Ölkraftwerke. Kauf mit Glauben möglich, eines Gurus, interessiert uns nicht. Ausrichtungsbonus wissen wir. Wir haben Geschichte geschrieben, weil wir die erste naturwissenschaftliche Forschung uns aus der Moderne geholt haben. Finde ich immer wieder verwirrend, dass es bei Civ 6 in gleich drei verschiedenen Bereichen des Spieles solche Zeitalter- oder Epochenbezeichnungen gibt, nämlich sowohl hier in der naturwissenschaftlichen Forschung mit diesen Zeitaltern, als auch in der kulturwissenschaftlichen Forschung, Zeitalter eingeteilt, als auch hier in der Zeitalterübersicht, da kommt man ganz schnell furchtbar durcheinander. Vor allem als Einsteiger. Flussüberschwemmungen irgendwo im Ausland. Oh Gott, wie furchtbar. Das könnte doch wiederum all denen zu Hilfe, würde ich gerne ausrufen. Internationaler Wettbewerb, aber das ist ja nur ein Stadtstaat. Ich glaube nicht, dass die Völkergemeinschaft sich darum schert, was in einem Stadtstaat geschieht. Ansonsten könnten wir wieder Gunst- oder Diplomatiepunkte erwerben, eventuell. Allianz mit Cooper abgelaufen, das geht ja gar nicht. Guter Freund. Ja. Allianz? Wie immer? Kulturelle Allianz? Ja. Legst du was drauf? Ja. Noch mehr? Oh lala. Ja, machen wir. Wie weit sind wir mittlerweile bei der Entwicklung der Allianzen? Stufe 2, ungefähr in der Mitte. Jetzt schaue ich mal das, was ich eben schon mal angekündigt hatte. Ich schaue mal, ob ich irgendjemandem, ich zeige es euch nochmal hier im großen Werke-Bildschirm, betroffen ist hier das Archäologische Museum in Abendröte, ob ich irgendjemandem das Renaissance-Artefakt verkaufen kann. Das ist dieses hier, dieses Fresko von Dido. Daneben haben wir ein Mittelalter-Artefakt und noch eins. Das würde ich gerne austauschen. Ja, und gehen rein nach vor. Matze, von rechts nach links oder von oben nach unten. Mit ihm hatten wir schon gesprochen. Nächster ist Wilfried. Willi. Nichts da. Interessiert sich nicht für die Geschichte. Kulturloser. Kulturbanause. Peinlich, 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 peinlich. Unfassbar. Matze. Was hat er? Ja, eine Schriftrolle, ein antikes Artefakt, das brauchen wir nicht. Noch eine Axt, ein klassisches Artefakt. Nein, Mittelalter bitte. Ein antikes. Literatur. Eine Reliquie. Also ich kaufe jetzt keine Literaturwerke mehr auf. Das hatten wir ja zeitweilig mal gemacht. Also als wir so echt noch unter Druck waren, oder als ich mich unter Druck gefühlt habe gegenüber Christina, aber mittlerweile, ich weiß nicht, das wäre jetzt doch irgendwie übertrieben, jetzt noch die hier einzukaufen. Das lassen wir sein. Ja, damit können wir nichts anfangen. Mansa Musa. Mann mit der Lache. Nur Kunstwerke. Religiöse. Christina. Also das wäre jetzt gegen die Immersion, finde ich, gegen das Eintauchen in die Spielwelt. Denn wenn wir unserer Kontrahentin beim Kultursieg, wenn wir ihr quasi zutrauen würden, so doof zu sein, dass sie uns etwas verkauft, dass es zu uns gut passt, zu unseren Museen, ich frage sie erst gar nicht, weil dann müsste ich über die KI schimpfen, wenn es möglich wäre, und ich will mir den Spielspaß nicht zerstören. Cooper, mit ihm hatten wir gerade schon geschaut, ne? Nein, wir hatten noch nicht. Landschaft, Porträt. Landschaft, Landschaft, Landschaft. Viele Landschaften. Alle von Xiu Ying, drei Stück. Und eine von El Greco. Haben wir eine Landschaft überzählig, die wir ihm verkaufen, wo wir die beiden anderen dazu puzzeln könnten, haben wir nicht. Haben wir nicht.
Wir haben nur Porträts, Skulpturen, eine religiöse Kunstwerke, das passt alles nicht. Große Werke, großes Musikwerk ignorieren wir. Ja, da bleibt nur noch Dido übrig. Eine Reliquie und noch eine. Die Sandalen des Propheten, das war's. Ja, nichts mit Tausch möglich, dann bleibt es dabei, wie es halt ist. Ist ja nicht so schlimm. Abendröte, Hochwassersperre fertig. Hier, das Feld wird abgetrennt und wird beschützt und dadurch, ja, können wir weiterhin sagen, wir roden, was das Zeug hält, denn unsere Felder, unsere Geländefelder an der Küste sind ja alle beschirmt mit Hochwasserfeldern. Und was stört uns das? Okay, es kann zu Tornados, zu Stürmen führen, aber in allen Reichen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es kann uns keinen Nachteil bringen, keinen spezifischen für unser Reich, wenn das Abroden der Wälder irgendwie weltweit die Unwetterwahrscheinlichkeiten erhöht. Das kann uns gleich sein. Wohnraum sehr hoch. Wir brauchen keine Kanalisation, Wassermühle, Nahrung, Produktion, Reis, was auch immer, nicht nötig. Forschungslabore, klar. Noch mehr Glauben brauchen wir nicht zwingend. Mehr Nahrung ist interessant. Das ist ein Bonus, den wir, ich weiß gar nicht mehr, durch irgendwas und irgendwen bekommen. Ich habe es gerade nicht im Kopf. 46,8 an Nahrungsüberschuss. Da können wir es uns doch auch leisten, dass wir Leute in den Bezirken einsetzen. Hier zum Beispiel naturwissenschaftliche Forschung. Gleich zwei. Auch hier in der Industrie. Ja. Wie sieht es jetzt aus? Ich mache mal einen hier bei der Produktion, einen Fokus. Ja, das kann man sich echt leisten. Und nun gehen wir gucken bei Schiffswerft, Bank oder Forschungslabor, Sendezentrum, ja, kommt sicher irgendwann, Wasserpark, noch mehr Annehmlichkeiten, Weltwunder Tourismusproduktion ignorieren wir, Ruhrgebiet, hatten wir schon mal mehrfach diskutiert, warum das bei in unserem Reich wenig bringt und hier vor Ort auch, noch ein Spion könnte man machen. Braucht man alles nicht. Weiteres Militär brauchen wir auch nicht. Wir könnten diverse Projekte durchführen. Ginge alles, brauchen wir nicht zwingend. Das heißt, wir gehen eher auf das Forschungslabor. Als nächstes wird hier nichts freigeschaltet, was wir zwingend sofort bräuchten. Das heißt, wir gehen hier rein und machen die Bauschlange etwas voller und packen dahinter noch ein Sendezentrum und eine Bank. Und die Kanalisation. Morgengold, Hochwassersperre, auch hier fertig. Schaut mal. Sieht echt hübsch aus, dass es hier genau die Felder abdeckt, die beiden, die potenziell betroffen sind. Das haben die hübsch gemacht. Und sieht auch richtig hübsch aus, finde ich. Also das sieht richtig echt aus. Es leuchtet ein bisschen sehr viel. Hier sind aufgelimmende Lampen. Aber das machen die sicher auch, damit es in der Nacht auch gut aussieht. Wir müssen auch nachher, gegen Ende des Let's Plays, nochmal eine Folge einschieben, wo wir nur in der Nacht spielen, unbedingt. Also Hochwassersperre fertig, irgendwelche Weltwunder, die wir hier bauen wollen, nö. Riesenrad. Bringt das hier, wird von hier viele Annehmlichkeiten geboostet, woanders hin? Nicht zwingend, das ist das, was hier so viel boostet. Das Wasser, der Wasserpark, hier wird Morgengold zumindest geboostet. Brauchen wir alles nicht zwingend. Kraftwerke auch nicht. Börse, Forschungslabor, Schrein. Wohnraum brauchen wir auch nicht. Ja, dann gehen wir wieder hier oben rein. Setzen auf das Forschungslabor. Danach auf noch mehr Geld. Genau. Wie sieht es aus mit den Annehmlichkeiten? Begeistert ohne Ende. Hochwassersperre auch hier fertig. Ein nach der anderen entsteht.
Nach uns die Sintflut. Es kann mir völlig gleich sein. Nächster Schritt hier. Welthunde haben wir hier fertiggestellt, ne? Das Bolschoi-Theater. Ich stelle mal in die Liste all das ein, was mir auffällt. Und dann puzzeln wir. Sendezentrum. Universität. Bank. Uni nach vorne. So, und mit ihm wollen wir gezielt die Plätze füllen, wo auch wirklich nur Musikwerke reinpacken. Ich gehe nochmal rauf in die große Werkeliste. Und wir entfernen mal aus, wir haben ja hier im Nationalmuseum, da kann man ja alles unterbringen. Das heißt, wir nehmen mal gezielt, haben wir noch ein freies Sendezentrum irgendwo? Nein, haben wir keines. Ach, ja, das ist ja ein Ding. Da sollten wir doch ein paar bauen, oder? Opernhaus, ja, hier geht eh nur Musik. Da kommt das dorthin. Ab nach Sydney. Hierhin. Da, wenn, da lassen wir uns beamen. Gehen hier rein. Oh, wenn wir uns nicht beamen und normal bewegen, sind wir sogar schneller. Wahnsinn. Das sind die modernen Straßen und das ist, ich glaube, der flitzt auch hier durch, durch den Gebirgstunnel. Echt heftig, ne? Wow. Und wir könnten bei der Gelegenheit auch schon mal ins Opernhaus. Hier die Musikwerke auch reinpacken. Im Broadway auch Musikwerke und die Literatur. Ins Amphitheater passt nur Literatur. Ach, das ist auch ein Literaturplatz im Broadway. Okay. Dann ist das ja so alles richtig. Weiterhin haben wir ja, ich weiß es, aber weiterhin toleriere ich das, dass wir hier mit Donatello noch Probleme haben. Aber ich warte erstmal ab, was, bevor ich ja immer hin und her puzzle, was demnächst noch an Werken reinkommt. Weil ich finde das immer so lästig, wenn diese Teile geblockt sind für 10 Runden. Wenn man die dann nicht ziehen kann, weil man die einmal gezogen hat und irgendwas nicht für die Zukunft berücksichtigt hatte. Hier wollen wir einen Bahnhof hinsetzen. Hier den nächsten. Jede Menge Wohnraum und in Südsonne. Ach nein, der war überflüssig hier. Der bringt überhaupt nichts. Drei, das ist der vierte Rang. Das hat gar nichts gebracht. 1, 2, 3. Ach, schade. Bringt auch keine Boosts hier. Das ist einfach nur verschenkte Liebe. Das war eine verschenkte Aktion. Der ist jetzt halt so. Ich werde mich deshalb nicht nächste Nacht in den Schlaf weinen. Glaube ich nicht. Spion hat Brühwürfel geschickt, um hier Gegenspionage zu betreiben, aber wo? Sehr viele Bezirke hier. Welche wollen wir ab? Wollen wir beschützen? Das hier sind Annehmlichkeiten. Weltwunder. Kann man Weltwunder durch Spionage beeinträchtigen? Ich glaube nicht. Hier ein Wohnviertel. Theaterplatz, natürlich, mit all den Werken hier, die wollen wir beschützen, die sollen nicht gemobst werden. Vielleicht hilft dagegen auch ein Spion, wenn wir den da drauf oder daneben setzen. Ich glaube, das machen wir. Gibt es in der Nähe noch einen anderen Bezirk, den man dadurch unterstützen könnte? Ja, einen von den Nachbarn, wenn wir uns hier hinsetzen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Didos Bezirk beschützen können, wenn wir unseren hier hinsetzen. Ja, wir machen das. Also er kommt direkt auf das Theater. Plätzchen drauf. Gegenspionage. Moment mal, erwachter Einsatz. Gegenspionage, genau. Auf den Theaterplatz. Da ist er jetzt. Alles gut. So, hier haben wir... betreiben wir Krabbenförderung.
Auch hier könnten wir roden, ernsthaft. Für Brühwürfel. Dschungel entfernen, noch nöcher. Wem gehört das Geländefeld? Es sollte zu Brühwürfel gehören, das auch. In Brühwürfel bauen wir da demnächst irgendwie... Ja, komm, wir machen das. Was kommt, was haben wir hier in eine Bauschlange eingestellt? Nee. Wir machen das. Der kommt hierhin. Und das Erste, was wir machen, wir entfernen hier die Nahrungsressource. Da haben wir in Brühwürfel gleich einen weiteren Bürger. 189. Wow. Da freuen sich die Polkappen, dass sie mir endlich schwimmen gehen können. Sägewerk drauf. Sägewerk. Eine Runde überschlagen. Zwei Runden. Wollen wir hier das Maracanã-Stadion boosten, sobald es hier platziert ist. Nächstes Weltwunder hier. Auf zwei Weltwundern haben die brüllenden Bullen bereits erfolgreich getourt. Schaffen sie es jetzt wieder? 50% Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt, dass das ihr letztes Konzert ist. Und 5250 Tourismuspunkte, jedes Mal mehr, 100 Alben verkauft. Und? Nein! Ja, Leute, es tut mir leid. Wie gesagt, Diplomatie-Sieg, ich würde dich so gerne erleben, aber was mache ich denn? Ich setze die so hohen Wahrscheinlichkeiten aus, dass es schief geht und sie überleben all ihre Einsätze. Was soll ich machen? Unfassbar. Wir werfen hier einen Blick mal und stellen fest, es geht immer fixer, ja? Tja, heftig, ne? Eine Runde weiter. Peinlich. So. Gegenspionage war erfolgreich. Wir haben Cusco erfolgreich überwacht. Keine Feinde gefunden. Handelszentrum wurde beschützt, Mission einfach erneuern. Oder erstmal checken. Wichtiger als das Handelszentrum ist ja der Theaterplatz, da sind auch die Kunstwerke. Wurde das hier mit beschützt? Das ist der Unterhaltungskomplex. Da oben sind die großen Werke. Hier stand der auf dem Handelsbezirk. Das machen wir anders, den setzen wir jetzt hier drauf. Auf den Unterhaltungsdistrikt. Bewacht er das Theater, Handelszentrum und den Unterhaltungsdistrikt. Chanchan, Hochwassersperre steht auch hier. Überall Hochwassersperren, sehr schön. Forschungslabor, Kraftwerke brauchen wir nicht. Wohnraum, oh, Wohnraumprobleme. Langsam kommen sie. Was können wir gegen Wohnraumprobleme machen? Eine Kanalisation bauen. Bringt uns zwei. Zwei Wohnraum. Heilige Stätte steht. In drei Runden kann Renner, falls wir dann genug Gold haben, hier den Industriebezirk kaufen. Was wir vorher aber machen, wir gehen hier nach Funkelschnee und kaufen das Amphitheater und kaufen entweder ein Kunstmuseum oder ein archäologisches. Welches von beiden? Was brauchen wir eher? Wir haben kein einziges archäologisches Museum mehr. Wenn wir uns holen würden, noch einen Archäologen, würde er genug Plätze finden, wo man noch nach Artefakten buddeln kann? Ich denke ja. Schiffswracks hier beispielsweise. Wir finden schon irgendwas. Wir machen das. Ich gehe rein und kaufe ein letztes archäologisches Museum
78 Gold in der nächsten Runde. In dieser noch nicht. Und damit ich das nicht vergesse, aktiviere ich ihn hier und setze mit ihm eine Runde aus. Na klasse. Geht mal wieder nicht. Geht das mit der Leertaste? Manchmal geht das nicht. Ich muss ihn, ich frage mich echt, warum. Es geht noch nicht mehr mit der Leertaste. Ich muss einmal hin, ich muss einmal zurück. Und jetzt geht's mit der Leertaste. Ja, frag mich bitte nicht, welche tiefere Bewandtnis dahinter steht. Ich könnte diese Frage nicht beantworten. Heilige Stätte steht. Was bauen wir hier schnell? Schrein wegen Rockmuseen. Ja, geht in zwei Runden. Das können wir alles hier kaufen. Wohnviertel kann man mit Rainer auch kaufen oder bauen. Wohnraum haben wir genug. Alles nicht nötig. Wunder kann man nur bauen. Panama-Kanal. Hat das irgendeinen sittlichen Nährwert? Nö. Ich weiß, es gibt Einzelne von euch, die würden sagen, ja, mach mal, dann sehen wir das mal. Aber ohne, dass es irgendeinen Sinn hier hätte, geht mir gegen den Strich, tut mir leid. Mehr Anziehungskraft überall. Eiffelturm? Warum nicht? Warum nicht? Überall, dann hätten wir auch automatisch mehr Wohnraum aller Orten. Hier haben wir Gelände, Felder in rauen Mengen, die wir nicht nutzen können. 40 Runden ist natürlich lange. Wir haben noch eine weitere Stadt, wo wir viel Geländeflächen haben, die wir eigentlich gar nicht unbedingt brauchen. Das ist Südsonne. Aber ich glaube, der Eiffelturm, der ist nur baubar. Genau, neben dem Stadtzentrum. Und hier haben wir leichte Nahrungsprobleme. Ja, das macht keinen Sinn. Wie viel sind wir in, wie sieht es denn hier aus? 8-4. Könnten wir es trotzdem machen. Wir könnten mit, hier geht das auch sicher schneller. Hier sind es nur 18 Runden. Überall plus 2 Anziehungskraften. Hätten wir bei allen Wohnvierteln und bei vielen unserer Wohnvierteln, bei den meisten, wo wir nicht am Maximum sind. Ich glaube, mehr als 6 im Wohnraum gehe nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist das Maximum. Dann hätten wir bei einigen automatisch noch mehr Wohnraum. Also, das macht schon Sinn. 18 Runden ist auch nicht ewig lange. Geht schneller als oben. Was wir machen können, ist mit dem hier hinlaufen. Oh, hier ist ein anderer. Hier ist die Eremitage schon im Bau. Die braucht 12 Runden. Ja, dann ist das ja Quatsch. Wie zwingend brauchen wir die Eremitage? Was bringt uns die? Kunstwerkplätze? Ja, komm, wir haben die halb gebaut. Ich unterbreche es nicht, einen Bau eines Weltwunders, das zu 40% fertig ist. Wir machen das hier oben. Wir setzen hier in eine Runde, haben wir auch einen neuen Bürger. Kann man denn hier noch ein bisschen tricksen, dass man noch mehr Produktion bekommt? Kann man. Hier kann man eine Mine hinsetzen. Das Industriegebiet kaufen wir gleich. Mit Rainer bauen, kaufen darauf auch Werkstätten und so weiter. Das bringt mehr Produktion. Da haben wir ein konkretes Ziel für Frostbrand. Wir machen das. Wir setzen hier in Frostbrand den Eiffelturm hier hin. Und dann wiederum können wir ihn auch... Der hat noch 4 Aktionen brauchen, damit wir hier eine Mine hinsetzen. Eine Mine. Ist das hier Flachland? Ja. Können wir hier noch Geländefelder dazu kaufen? Tundra-Hügel, 3. Rang. Wenn das Industriegebiet steht, kommt das dazu. Das gibt dann auch nochmal einen Hügel mit einer Mine. Also einmal brauchen wir eine Aktion, zweimal brauchen wir eine Aktion. Das ist Flachland. Eine Mine, 2 Minen. Das war's. 2 Minen. Hier würden wir Wohnraum bekommen durch eine Wildressource, die wir nicht zwingend brauchen. Hier, den hatte ich vergessen, genau. Vier Aktionen, da kommen. Ist ja genug. Gehen wir einmal hier hin, bauen wir hier ein Jagdlager. Dann haben wir noch 3, das sind genau die 3, die wir ausgerechnet haben. Das erste hier. Nikola Tesla setzt eine Runde aus. In 3 Runden kaufen wir mit Rainer hier das Industriegebiet.
palankiertes Industriegebiet und kaufen dann Werkstätten, kaufen eine Fabrik und so weiter und so fort und können dann mit viel Produktion den Eiffelturm, der hier entsteht, vielleicht etwas früher fertig kriegen. So sind unsere Pläne für die nächste Folge.